Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Altes Live mit mir, dem Grumpelbart, mit dem Kevin, mit dem Tudu. Hallo und dem Snipes, Sniper. Silvan oder Sylvia oder wie auch immer er sich nennt. Hier ist Senfi, den können wir mal ansprechen. Wo? Und wir versuchen gerade Pfirsiche zu pflücken. Oh, da vorne sucht uns einer, glaube ich, Tudu. Bolle oder was? Einer mit einer großen Knarre da vorne, der uns beschossen hat. Nicht im Ernst. Schau mal, mit einer großen Knarre. Da hinterm Haus, seht ihr links am Haus? Ja. Oh, eine große Knarre. Oh Mann, wir sollten abhauen. Eine versucht das aufzunehmen. Moin, ja, Moment. Also ich stehe jetzt, Senfi. Du meinst auf der Straße, ne? Ja, auf der Straße. Nee, nicht der an der Straße, links am Haus davon. Ah, der hat gerade seine Waffe wieder eingepackt, hat eine große Langwaffe gehabt. Pick Peaches. Lecker, sollen wir den überfallen oder nicht? Ja, mach doch mal, ich sammle so lange Pfirsiche. Der scheint mir recht unbegeistert von den Waffen zu sein. Hallo, Senfi. Hallo. Hallo. Ich glaube, er hat nicht viel Geld. Was machst du denn hier? So als Pfirsich-Sammler. Schwer. Schwere Arbeit, ne? Schwere körperliche Arbeit. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja. Der scheiß Regen ist lauter als seine Stimme, Mann. Hallo. Mein Inventar ist voll. Wie viel hast du denn schon gesammelt? Schau einfach mal rein. Oh, das ist eine Kappe. Die siehst du doch nicht, die sind im Z-Inventar. 72. Wow, wie viel kann ich denn nehmen? Ja, ich hab auch 72. Ups. Oh nein, die Waffe ist weg. Nee, doch nicht. Du, hast du überhaupt einen Waffenschein? Ja, Jungs, ins Auto können wir dann auch noch... Jo, wiss mal. Ja, ins Auto können wir dann auch noch Pfirsiche laden, ne? Jo, jo. Also, wir haben das schon mal mit Cannabis gemacht. Yo, yo, yo. Okay, danke dir auch. Und grüß den Ketchup-Pi. War das witzig? Ja, ich fand's witzig. Nein, die versuchen da hinten das Auto zu knacken, glaube ich, ne, Leute? Seht ihr das? Nee, ich glaube, die wollen dann... Das Auto ist einfach abgegriffen. Okay. Da ist irgendwas auf dem Boden, das wollen sie aufnehmen, Kontel. Wollen wir denen versuchen zu helfen? Helfen in Anführungszeichen? Das sind deine Teile, wo da vorne rumliegen. Irgendwie, der Koffer ist von dir auf jeden Fall, das weiß ich. Was? Ja, der Koffer ist von dir. Wir können nichts ins Auto. Ja, dann lass uns doch lieber fahren, Mann, oder so. Das Auto ist nur abgegriffen und nicht... Okay. Leute. Was denn? Da hinten sind die Typen und die versuchen, an meine Leiche ranzukommen, die vorhin hier war. Dann geh doch mal hin. Warum zum Teufel versuchen wir uns die nicht zu holen? Ja, dann versuch's doch. Ich schau dir gerne dabei zu. Mich schrecken die großen Waffen ab. Oh, Polizei kommt. Oh, ich steig mal ins Auto, ne? Auf, was für Polizei kommt? Ich steig mal ins Auto, ne? Ich versteck mich mal im Busch hier. Moment, das ist ja geklaut. Du, ich glaub, die haben da angehalten bei dem. Ey, wenn der jetzt verhaftet wird, ich hab ihn ja vorhin hier Dingens, ne? Reportet. Okay, ich bin nah genug, um die hören zu können. Und, was läuft? Ja, jetzt kommt der Regen wieder. Keine Ahnung. Bei mir ist gar kein Regen. Blauer Himmel. Bei mir gerade auch nicht, zum Glück. Ich muss... Alter, dieser scheiß Regen. Jesus Christus. Wie meine scheiß Waffe nicht unten bleibt, Mann. Zweimal Steuerung. Ja, ich weiß. Nase. Oder auf den Boden gucken. Rennen die weg oder was? Nee, die unterhalten sich gerade mit den Cops. Hast du die im Auge tun, dann versucht das Optimum aufzubrechen, dass wir einen Schlüssel haben. Ja, mehr oder weniger. Ganz ehrlich, ich will mich bei den Pennern rächen, ey. Naja, aber wie das passiert, das ist komisch, oder? Das Fahrzeug spawnt zurück und dann auf einmal weg. Ach, die Polizei glaubt die Geschichte von denen nicht. Echt? Ja. Die sagen irgendwie, die Reifen kaputt, zurückgesetzt, irgendwie leck. Aber sind das okay, die? Okay, also die lassen die weiterfahren. Nee, ich glaube nicht. Ja, schade. Ja, wir haben die Schlüssel. Okay, ich habe 32 Pfirsiche, Leute. So wenig? Ist das wenig? Wir haben, glaube ich, 75 jeder. Mehr ging doch gar nicht ins Inventar, dachte ich. 72. Irgendwie hat er nicht mehr genommen. Ah, scheiße, ich bin jetzt bei den Cops bekannt. Weil ich ein Auto aufgebrochen habe.
Ey, den gelben, wollen wir den überfallen? Ich glaube, hier lohnt sich fast. Außerdem ist da hinten gleich das Polizeiauto noch, ne? Immer noch. Ja. Ich glaube nicht. Was sagt er? Sniper, hau ab, was? Ja, hol die Bullen. Was hast du gegen unseren Kumpel? Hey, bleib hier! Da holt den Kopf! Weg! Oh, fuck! Oh, fuck! Fuck! Weg! Fuck, wir müssen weg! Wir müssen weg! Warum sprintet er nicht? Schnell! Schnell, Tudu, komm mit hier! Ja, ja, ich bin, Auto, bin gleich Auto. Da, ich bin gleich da, ich bin gleich da! Warum holt er die Cops? Fahr! Wer, jetzt soll ich auch noch fahren! Los! Fahr! Eieieiei! Da ist eine Wand! Oh Gott, da links! Fahr doch, fahr doch! Ja! Direkt auf die Hauptstraße, egal, wir sind schneller wie die, die haben den langsam. Oder nein, die haben den großen. Das ist Solidarität, mein Freund. Ach, ich kann nicht sprechen hier wegen. Was ich da mit dem Scheiß-Menü öffne. Sonst sind wir alle tot. Ich weiß, 160. Alter, ich wette, das ist unser Tod hier. Alter, die Karre geht aber echt ab. Ich weiß nicht, hast du dem das Auto hier geklaut oder? Ja, kannte den auf jeden Fall. War ich zufälligerweise vielleicht in die richtige Richtung? Ja, zum Kokain auf jeden Fall. Nee, wir wollten noch Pfirsiche verkaufen. Ja, dann müssen wir genau in die andere Richtung. Ach, scheiße. Ist ja egal. Stimmt eigentlich. Wir müssen ja theoretisch erstmal flüchten. Ich denke mal, die sind uns hinterher, mit Sicherheit. Das ist nicht das erste Mal, dass ich Bullen abschüttel. Wir fahren jetzt ganz schön zum Marktplatz, wir haben ja nichts gemacht. Du fährst so direkt dahin? Ja, wir haben ja nichts gemacht. Wir sind einfach ein grünes Auto, das da das ist geklaut, unsere Pfirsiche verkaufen wollen. Ja, und sobald sie sagen anhalten, dann gebe ich Gas. Ich muss zwar pinkeln wie ein Rennpferd, aber das setzt mich nur umso mehr unter Druck. Eieiei, Freunde. Das sieht nicht gut aus hier. Dumm, die dumm, wir haben nichts gemacht. La la la. La, ich verpetze euch jetzt, Herr Officer! Du hast doch die Karre geklaut! Ey, wir sitzen dann da drin und pfeifen dann so, wenn wir vorbeifahren. Okay, das war ich. Oh oh, oh oh, mit Blaulicht. Oh oh. Moin! Oh, wenden die? Ja, die wenden. Mann, oh okay. Mann. Du kannst da vorne nicht durchhalten. Scheiße! Du kannst da nicht durchhalten. Ja, ich gehe auf dem Feldweg einfach. Oh Mann, Leute, oh Mann! Scheiße, da war der Kerl, der uns angeschwärzt hat. Wir sind taub. Scheiße, Leute, wir sind so gefickt. Und das mit den Frames und das mit der Karre. Wenn du jemals gut fahren musst, dann bitte, jetzt. Bitte jetzt, ja. Der flankiert uns, fahr nach rechts. Ja, ich glaube auch, der ist links abgebogen. Das ist so heftig. Also du, das ist nicht schlecht, Ich glaube, er ist ziemlich weit weg. Rechts. Und wieder hoch, genau. Sehr gut, Mann. Boah. Ja, Mann, das sieht gut aus. Geil gemacht, du. Ja, noch sind wir nicht über Berg. Vorsichtig, halbwegs Alter, vorsichtig. Wie mein Herz klopft. Du, du Alter, bist der sauber, Beste. Du, sauber. Du, du. Okay, ich glaube, wir sind... Alter. Good game, Hammer. Hört ihr die Sirene noch? Nee. Boah. Wie kommen wir jetzt zum Markt? Wie kommen wir jetzt zum Markt? Kann mir jemand navigieren? Lass mich schauen. Die nächste rechts, müssen ganz davor und dann rechts. Okay. Ah. Ja, ich wollte nur kurz ranfahren. Okay. Habe ich gerade ernsthaft wieder Bullen abgehängt? Ja, gut gemacht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber vielleicht habe ich da hinten Bullen gesehen. Aber auch guter Tipp von dir, Pantel, hast du gut gesehen. Die nächste rechts dann davor. Ja. Nach der Brücke. Direkt hier im Ort. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es könnte sein, dass die doch noch hinter uns sind. Aber ganz weit hier, weg. Hier? Nee. Hier muss irgendwo eine Straße entlang gehen. Die nächste, ja, hier nach dem, hier rechts. Ah nee, ich glaube doch nicht. Hier rechts, genau. Das sieht gut aus. Egal, da gebe ich halt nochmal Gas. Kein Problem. Gas gib du! Wow. Wir haben keinen Toolkit mehr. Alles ist cool. Sehr aber wir kommen direkt hier vorne wieder auf die Hauptstraße, dann können wir wieder den gleichen Weg fahren. Herrlich, mein Herz klopft bis zum hohen Sack und meine Blase ist so randvoll. Erzähl mehr. Ich mach's, pass auf, der Bloki hat mir mal eine Technik verraten.
wie ich jetzt mein Harnproblem lösen kann, ohne nicht, aufstehen zu müssen. Bitte nicht mit dem Laufen lassen und anhalten und laufen doch, lassen und anhalten. Ein Tröpfchen verdunsten lassen. Tröpfchen verdunsten lassen. Das ist das Widerlichste. Rechts. Meine 30% weiblichen Zuschauerinnen haben jetzt ausgeschaltet. Oh ja. Ei, ei, ei. Jetzt hier geradeaus wieder runter, dann kommen wir Richtung Marktplatz. Und da dann rechts, ne? Ja, hier rechts, genau. Sieht einer irgendwo einen Polizeiwagen? Nö, ah, ein Quad. Quad. Ich fahr mal ganz normal, ne? La 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 la, wir haben nichts gemacht. Wir haben auch voll das unauffällige Auto so. Ja, wir müssen es irgendwie umlackieren können oder so, das wäre gut. Das wäre cool, ja, wegen GTA, ne? Mhm. Dann suchen dich die Cops nicht mehr. Das war immer cool. Man konnte vom Cop gesehen werden, wenn man in die Werkstatt fährt. Und trotzdem konnte man ganz normal dann. Rotes Auto rein, grünes Auto raus, das ist ein anderer. Oh, was dahinter? Das sind wieder die Cops, fahr ganz normal weiter. Ja. Fahr ganz normal weiter. Fuck, die halten an. Naja, die merken nichts. Doch. Doch. Die merken sehr wohl was. Stehen bleiben, sagt er. Das Gaspedal klemmt. Wen haben sie rausgeschossen? Unser Freund. Oh, scheiße. Glaube ich, oder? Irgendeinen haben sie rausgeschossen. Er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch, er ist nicht tot. Es kam keine Kühe mehr, er kommt in den Mast. Haben sie dich erwischt? Lustigerweise haben sie genau richtig. Oh, scheiße. Der ist bestimmt ohnmächtig oder so. Oder geht das überhaupt hier? Du weißt es nicht, glaube ich. Alter, Mann. Fuck! Wir brauchen ein neues Auto, Leute. Hast du noch Lockpicks, Grantl? Ja. Oder ich habe auch noch 4 Stück. Wir brauchen eine andere Karre, Mensch. Ich habe keine. Damit kommen wir nie wieder nach Kavala. Aber nee. Ich finde krass, dass er einfach schießt direkt. Also, das ist schon übel. Finde ich auch. Das ist ja gar kein Roleplay. Ja, eine kleine Verfolgungsjagd wäre auf jeden Fall noch viel gewesen. Absolut. Ja, Leute, wir sind noch auf der gleichen Straße. Ich glaube nicht, dass wir in Sicherheit sind. Stimmt eigentlich, wo du recht hast. Deswegen fahr ruhig mal. Er ist noch in der Gang. Also, er kann nochmal noch was sagen. Oh, da war einer im Quad. Lustigerweise haben sie genau den richtigen rausgeschossen, ne? Das Quad hat nur 2 Plätze, ne? Ja. Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, fesseln wir den und nehmen den das Quad weg. Wir können ihm trotzdem irgendwie ein bisschen bedrohen. Nee, ja, der was haut passiert ab. Jetzt mit dir? Tulu, wie fährst du denn jetzt, Mann? Ich weiß es nicht. Ich hab wieder zurück, oder ich hab was? Eigentlich gehofft, wir begegnen jetzt irgendeinem mit einem Auto, wo wir das Auto abziehen können. Ich habe neue Nachrichten, habt ihr das gehört, was er gesagt hat? Nee. Was denn? Also er wurde festgenommen, er darf nichts dazu sagen und er kommt direkt in den Knast wegen illegalen Waffenbesitzes und Autoklau. Okay. Ja, sagst du dann, wie lange du bekommst, dann können wir dich wieder abholen. Ach du Scheiße. Eieiei. Ei, ei. Wir sind so im Arsch. Ja, Mann. Wir sind so gepickt. Und ich habe noch das Auto geklaut. Ich bekomme noch viel länger wie ihr. Fakt ist, wir brauchen eine andere Karre, Leute. Ich hab halt keine Lizenz. Tudo ist der Einzige, der legal lebt, im Grunde. Ja, aber ich fahre mit dem geklauten Auto, da kriegen die mich auch dran. Ja, ja, stimmt. Aber ich habe es geklaut und ich habe keine Waffenlizenz. Grantl hat auch keine, wir haben alle Waffen. Dann werd ich noch gefickt, weil ich euch die Waffen gekauft habe wahrscheinlich. Ach, das können sie nicht nachvollziehen. Nee, das glaube ich auch nicht. Auf jeden Fall brauchen wir eine andere Karre. Weißt du, es hört auf, fängt wieder an. Hört auf, fängt wieder an. Wenn es nicht schon den ganzen Tag irgendwie normalerweise dunkel wäre, wenn wir zocken, dann muss es natürlich regnen. Wie Sau, damit noch weniger Frames da sind. So, Fakt ist, ich bleibe jetzt erstmal stehen. Lass auch, wir haben einen anderen Fahrersitz, bitte, dann, falls du AFK gehst. Nee, nicht AFK. Okay. Nur, hinter uns ist ein LKW. Den können wir uns nehmen. Ich stelle mich mal so quer auf die Straße. Guck mal, ob er anhält. Wow! Nee, macht er nicht. Wollen wir hinterherfahren? Ich versuch's mal kurz. Wir hatten die Karre überhaupt abgesperrt. Riskier nichts. Wir haben kein Repair-Kit. Wir stehen dann hier ohne Fahrzeug. Ja, okay, hast wahrscheinlich recht. Warum leuchtet seine Zahl rot? Verwundet. Er ist verwundet, unser Freund. Ja, er ist ja im Knast. Wahrscheinlich gerade hergenommen, wahrscheinlich. Er muss sich gerade nach der Seite bücken. Wie viel Geld habt ihr dabei? Ich habe, glaube ich, nicht. Doch, 3000. 3000 ungefähr. Ja, ich weiß es nicht. Drogen wären natürlich am besten. Ja, ich muss meine. Ich bin noch voll mit Pfirsichen, Mann. Ich auch. Ja, sollen wir dann. Ich weiß nicht. Können wir nochmal zurück? Ich weiß es nicht. Ja, wir müssen halt irgendwie Pfirsiche verkaufen. Aber können auf jeden wir Fall. Pfirsiche? Auf jeden.
Fall machen wir das in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Arma 3, altes Live. Wir singen. Macht's gut. Macht's gut.